So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Metal Pop Solid. Mikrofon ist an, wunderbar. Das heißt, ich habe nicht für die Katz geredet. Wir sind jetzt hier bei dieser nächsten uralten Grabstätte. Und wir fackeln nicht lange, wir fackeln sie ab. Wir sollen 4 Mias retten. Den uralten Realitätskristall fangen, das wäre nicht schlecht. 3 alte Zahnräder finden und mit Galdorf kämpfen. Galdorf ist echt oft da, ja. Der geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel, der Mensch. Und beim Bossfight werdet ihr dann sehen, wie sehr er mir dann wirklich auf den Senkel geht. Und ich habe ein Maschinengewehr, das finde ich schon mal sehr gut. Geht's da runter? Ich erwische immer den falschen Knopf für... Ja, die mich auch. Hast du wohl gedacht, ne? Ha, hier. Aber nicht mit mir, mein Freund. Und ich habe gleich auch noch eine Kirsche bekommen. Das ist schön. So, Dele. Dann gucken wir mal, ob wir hier gut rauskommen wieder. Bam, bam. Den holen wir doch ab. Auf Wiedersehen. Zip. Dreck. Dreck. Nein, sie legen sich schlafen. Hui, das war... knapplich. Ah, Quatsch. Natürlich, ich habe hier einen goldenen Schlüssel. Oh je, da gibt es eine Falle. Das mache ich doch anders. So machen wir das. Bam, bam. Bam, 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 bam. So, Dele. Piu. So, dann haben wir da den... Ah, und dafür haben wir jetzt den uralten Schlüssel gebraucht. Das ist doch Banane hier. Also das Witzige da drin ist nämlich vor allem, ohne Jetpack kommt man da eh nicht hin. Zu diesem Level. Also wenn man hier in diesem Level ist, dann hat man definitiv den Jetpack. Na komm hoch, Feigling. Ach, egal. Komm, 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 trau dich, trau dich, trau dich. Und... da unten. Ja. Egal. So, Dele. Ach, mich juckt schon wieder im Ohr. Das mit den Kopfhörern echt doof. Da fummel ich nämlich dann da unter meinem Mikrofon rum. So, und wir haben doch schon gleich mal hier das erste Zahnrad. So, ich wollte nicht in diese Pistole reinlaufen, weil ich die Pistole einfach nicht haben möchte. So, und der stirbt, der auch. Wir holen erstmal den Schlüssel ab, bevor wir hier die Teleporter ausprobieren. Und wir holen uns natürlich den Mia. So... war ich hier jetzt überall? Nein, war ich nicht. Das ist wieder so eine Karte, die meiner Orientierungslosigkeit absolut entgegenkommt. Um es mal so zu formulieren. Ey, Jungs! Geht's ja nicht hier, ne? Das ist gleich klar. Das könnt ihr vielleicht mit euren Kumpels machen, aber nicht mit mir.
Na, schade. So, da hinten geht doch irgendwie weiter. Genau, und weil es so schön war, laufen wir auch gleich mal in die Lava. So, zweites Zahnrad. Und eine Tür geöffnet. Das ist doch schon mal schön. So, was habe ich im Inventar? Noch zwei Zahnräder. Nein. Ach komm, verschwind. Danke. Ich könnte mal wieder Kirschen gebrauchen, aber das ist ja keine Überraschung. Ich könnte eigentlich immer Kirschen gebrauchen. Sind halt so lecker. Also Kirschen. Yummy. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht der Kirschmensch. Eigentlich mag ich mehr Äpfel oder Bananen oder... Ah. Das war jetzt ja wieder Jackpot. So, Galdor fragt, warum ich ihn permanent bekämpfen möchte. Und es gibt eine einfache Antwort. Du bist mir im Weg. So. Maschinengewehr, das ist schon mal gut. So, Dele. Das heißt, da hinten ist Galdorf. Oh, ich habe 4 Mias gerettet, das ist doch perfekt. Da sind die Lifts, wieder mal. Die Lifts, die Teleporter. So, da hinten, ja, das war der, der mich geärgert hat. Ja, toll. Ach ja, da war gerade eine hübsche Kirsche. Ich hab's ja verpasst. Dafür bin ich jetzt nicht von diesem Viech getroffen worden. Das ist schon mal gut. Und ich habe hier auch schon wieder Kirschen abgegriffen. Wieso teleporten da gerade so viele rein? Na, komm, 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 komm. Ja. Super, Sert. So. Kommst du hoch? Offensichtlich nicht. Aber du? Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Laut Karte müsste ich mich einfach darüber. Ja, gut. Aber ich mache jetzt was anderes. Ich gehe jetzt auf die Teleporter. Einfach, weil ich mal gucken will, wo man da rauskommt. Boah, das ist ja hinterhältig, oder? So, das müsste jetzt da unten sein, genau. So, dann möchte ich immer noch den dritten Teleporter mir angucken. Ah, das war jetzt schon dreckig mit dem ersten Teleporter, oder? Seht ihr auch so. Ja. So richtig. Na gut, egal. Boah. Nochmal so einer.
Naja, gut, gut. Ich muss es ja nicht machen, ne? Warum ich darauf bestehe, mit euch zu kämpfen? Vermutlich, weil ihr irgendwie meinen Heimatplaneten invasiert habt und... irgendwie meine Rasse unterjocht und wir eigentlich nur friedlich da unsere Kirschen essen wollten und so und ihr aber scheinbar irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt und so, haben wir den auch gerutzelt? Die Gesundheit ist ja natürlich mal wieder ein bisschen... da ist ja nichts Neues für mich. Wir haben ja jetzt den Checkpoint. Und... nein, da bin ich jetzt nicht. Was? Na ja, egal. Halb so wild. So. Sekunde, geht's da weiter? Ich bin da oben geht's da rüber. Also Checkpad. Checkpad. Ja, genau. Pack, mal rüberfliegen. Tür geöffnet. Tür geöffnet. Stirbt. Und Tür geöffnet. So, und noch was? Ja, diesen komischen Typi. Will ich den jetzt töten? Offensichtlich. Und er hat eine Kirsche geworfen. Das finde ich gut. Gut, dann holen wir uns da oben noch komische Scherben. Kristallscherben. Ah je, Pistole. Naja, egal, Galdorf ist ja inzwischen besiegt. Das ist der Reset, das habe ich mir gedacht. Das ist der Teleport darüber. So, der Kristallruhm. Ruhm, ja, Ruhm. Der Kristallraum kann jetzt inzwischen betreten werden. Keine Kirschen, ist ein bisschen schade, aber gut. So dringend nötig habe ich sie ja jetzt gerade auch nicht. Wasser ist hier nicht zu erwarten. Die Tür ist offen. So, was ist das hier für ein Knopf? Ein Hindernis-Rücksetzknopf. Ich krieg dich eh nur dahin. Hui. Zack, zack, zack. Das ist mir gerade egal. Denn ich habe ja eh mein Jetpack. So, Karte. Darüber. Da geht's dahin. Da gibt's ein Loch. Das ist nicht so gut. Na egal. So, der hat die Tür für mich aufgemacht. Das finde ich schön. Gibt es hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Allerdings gibt es da oben vermutlich einen Mia.
Die Viecher mag ich sowas von gar nicht. Weil die Laser sind einfach richtig böse. So. Den Mia habe ich auch. Gibt es sonst noch irgendwo Mias? Nein. Doch, da unten. Da unten gibt es noch Mias. So, ich will natürlich diese Karte möglichst perfekt bereinigen. Jetzt schon gleich. Missionsziele habe ich alle. Ich brauche eigentlich bloß noch diesen Kristall. Aber wir holen uns einfach vorher den Mia da hinten. Ja, und damit müsste diese Karte dann eigentlich nahezu perfekt bereinigt sein. Wenn wir uns den Kristall holen. Okay, das Ding wurde jetzt ein bisschen zu früh weggebeamt, aber sonst ist alles in Ordnung. Wir haben dieses Gebiet perfekt bereinigt, gleich beim ersten Mal, da bin ich doch mal richtig stolz drauf. Und ja, und wir haben auch schon wieder 15 Minuten rum. Deswegen bedanke ich mich heute wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr tut. Okay. Wir sind also emotionslos in diesem Saal gestanden und haben gesehen, wie dieser Kristall weggeteleportet wurde. Galdorf hat uns ausgelacht und gemeint, wir sind zu spät, der Kristall gehört ihm. Und er wird wiederkommen, um die anderen zu holen und wir sollen uns seine Worte merken. Dann sind wir allein in diesem Ding zurück. Und dann habe ich meinen Teleporter aktiviert, um Galdorf in seinem Alien-Hauptquartier zu finden. Natürlich mache ich mir Sorgen, weil irgendwas anders an ihm sein sollte. Oder an irgendwas, an diesem Kristall. So. Wie gesagt. Soweit für heute. Die nächste Folge werden wir uns die Arctic Wastes angucken. Also die arktischen Wüstenlande. Wastes, ja. Und insofern wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Genießt ihn. Und wir sehen uns.